So, hallo und herzlich willkommen beim Zugführer Tunga. Das ist einer der hinteren Bosse aus der Schwarzfels-Gießerei, also eine der neuen Raid-Instanzen aus Warlord of Draenor. Und wie ihr schon denken könnt, ja, wir stehen so in einer Art Bahnhof, beziehungsweise seht ihr, dass Schienen durch die Spielfläche, also durch unsere Kampffläche gezogen sind. Und was wird großartig passieren? Die Tore links und rechts werden sich natürlich öffnen und es werden Züge einfahren. Immer unterschiedliche Gleise werden besetzt. Dadurch haben wir unsere Raid-Marks auf die Gleise gesetzt, damit man dann eben schnell, kurz und bündig ansagen kann, wo der Zug einfährt, damit die Leute auch Zeit haben zu reagieren. Und mit den Zügen werden natürlich Ads und diverse andere Fähigkeiten mitgebracht, aber das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. So, wie ihr sehen könnt, die ersten sind mal durchgerauscht, die ersten Züge, da braucht ihr euch noch keine Sorge machen, das muss der Zug auch immer gleich. Und hier jetzt beim Roten Markt, da fährt der erste Zug ein, der auch wirklich Ads mitbringt. Also hier wird es dann direkt mal Zeit, die ersten Cooldowns zu poppen, damit die Ads nämlich so schnell wie möglich down gehen. Und parallel müsst ihr aufpassen, denn es wird euch später auch noch bei blauen Zug streifen. Aber wenn ihr da ein paar Tries drauf habt auf dem Boss, dann wisst ihr schon, wann, wo, welcher Zug kommt, dann ist das Gesamte nicht so schwierig. Beim letzten Zug oben bei Grün, der hat eine Kanone geladen und wir haben ja zuerst die Kanone, könnt ihr angreifen und auch töten, dann wird kein Spieler mehr fokussiert. Momentan funktioniert das so, es wird zum zufälligen Spieler fokussiert und auf den werden Bomben geworfen, die dann im späteren Spielverlauf explodieren. Aber für uns jetzt mal, dadurch, damit der Damage nicht verloren geht, sondern der Damage auf den Boss bleibt, positionieren wir uns hier linksseitig und versuchen dort praktisch die Bomben abzulegen, damit man eben mehr Schaden auf dem Boss haben kann. Wie auch immer während des Kampfes sehen können, droppt der Boss so blaue Minen, was so blau leuchtet. Das ist auch so eine Art Gravitationsfeld, was euch reinzieht. Also da müsst ihr auch ganz genau aufpassen, dass ihr nicht schief geht. Und jetzt seht ihr auch, die Verzüge kommen in die Mitte. Hier werden wieder Ads gepoppt und das ganze Spiel beginnt von vorne. Also es fängt von vorne an. Es ist immer das Gleiche. Also die Züge kommen auf den gleichen Schienen. Das müsst ihr ein bisschen einspielen und da müsst ihr mit den unterschiedlichen Arten von Ads handeln. Wie wir das Ganze dann genau gemacht haben, erfahrt ihr im Link. Das ist direkt unter dem Video. Ist der verlinkt, wo ihr auch den Loot sehen könnt, den es bei dem Boss geben wird und wie wir das Ganze dann im Endeffekt gehandelt haben. So, und somit kommen wir auch schon wieder relativ zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch weitergeholfen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wenn es irgendwelche Fragen gibt, sofort in den Kommentaren damit. Ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.